Also das ist der Kontext und ich steige mal ein in dieses Thema vom Inhalt her. Das ist mir so aufgebaut, dass wir mal über Crowdsourcing insgesamt reden. Das ist ein Begriff, der da drüber liegt. Den gibt es seit 2006. Jeff Howe, ein Amerikaner, hat den erstmal publiziert. 2006, 2013, das sind knapp 7 Jahre, also noch sehr neues Thema. Unter Crowdsourcing hat sich jetzt in den letzten 3, 4 Jahren eigentlich dieses Thema Crowdfunding auch entwickelt. Das ist eine Spezialform von Crowdsourcing. Da kann man sehen, ich möchte ein paar Beispiele auch zeigen, was tut sich in diesem Thema und dann letztendlich tief einsteigen, quasi wie können wir die Matura-Projekte jetzt auch in diese Schiene reinbringen. Als Versuch muss man auch sehen, also das muss man wirklich auch betonen, wir sind hier im Experimentierstadium. Das ist genau das, was mich auch fasziniert an dem Thema. Das wird, wie der Herr Vogel gemeint hat, sozusagen vielleicht mehr werden, vielleicht stirbt es wieder. Ich bin eher der Meinung, es wird sehr, sehr viel mehr werden, ja, weil wir im Moment einfach sehen, dass es sehr viele Projekte gibt, die Finanzierungen suchen und sehr wenig Angebot. Und Crowdfunding ist eine reale Chance, das auch zu tun. Nochmal zu meinem Hintergrund. Also ich bin nach der Forschung 2001 in eine Unternehmensgründung gegangen. Die Innovation Service Network GmbH ist ein Unternehmen, das unterstützt andere Unternehmen dabei, solche Themen wie Ideenfindung, Projekte aufzusetzen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, neue Märkte zu erschließen, zu unterstützen. Und da haben wir ein ganzes Angebot inzwischen entwickelt, wo eben auch zum Beispiel solche Technologien wie jetzt auch für die Projektbeschreibung auch verwendet worden. Also das SNIP quasi ist eine Technologie, die wir entwickelt haben. Darunter liegt eine Crowdsourcing-Plattform, die einfach die Werkzeuge dafür bereitstellt. Wir machen aber auch Ausbildung, also Innovation Academy steht da auch oben. Also wir bilden Leute aus, die Innovationsmanagement in Unternehmen als Rolle haben. Das kann auch ein Zukunftsfeld sein für eure Seite. Wir machen auch sehr viel Forschung, zum Beispiel im Thema Elektromobilität, wo es darum geht, wie viele Autos wird es in Österreich zum Beispiel im Jahr 2020 auf Österreichs Straßen geben, ist auch ein Thema. Und neuerdings, das ist unser neuestes Thema, eben das ganze Thema Crowdfunding, sprich Finanzierung von Unternehmen, die noch sehr früh unterwegs sind, also gerade eine Idee da ist, ein Geschäftsmodell sich entwickelt, da sehen wir einfach eine große Zukunft für uns. An und für sich sind wir jetzt bis hierher eher in den Großunternehmen unterwegs, wo Innovation eher Weiterentwicklung von Bestehenden ist, also gibt es irgendwo schon was gestartet wurde. Und in diesem Kontext betreiben wir zwei Plattformen, das ist die eine ist die Innovation.net. Und htl.innovation.net ist im Prinzip eine Instanz dieser Softwareplattform. Und die zweite ist die 1000x1000. 1000x1000 deswegen, weil es einfach darum geht, eben Geld zu bewegen oder eben Leute mit Geld zu verbinden. Meine Ursprungsidee war, 1 Million Euro für ein eigenes Projekt aufzustellen. Daran sind wir dann, oder haben wir davon Abstand genommen, weil wir gesehen haben, wir in Österreich darf man am Stück, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, nur 100.000 Euro sammeln. Das heißt, wir haben dann ein bisschen abspecken müssen, aber so wie es im Moment ausschaut, wird sich die rechtliche Schiene noch verändern und es wird durchaus einmal möglich sein, auch in Österreich 1 Million Euro für Projekte zu sammeln, was nicht wenig Geld ist. Damit gibt es eine neue Formel für Unternehmertum oder Entrepreneurship, die ich auch hier reinbringen möchte, also Ideen mit Kapital in Verbindung zu bringen, das geht über Technologie. Und was das Spannende ist, und ich glaube, da hat jeder von euch auch Erfahrungswerte schon, ist das ganze Thema Social Media. Das würde ich hier quasi in die Hochzahl stellen, weil damit geht es viel, viel schneller. Es geht dynamisch, hochvernetzt und ich kann damit Bewegungen entfachen und auch Verbreitungen von Ideen heute ermöglichen, wo ich früher halt, was weiß ich, über Folder und herkömmliche Kommunikationskanäle sehr, sehr lange gebraucht habe. Heute kann ich mit einem Retweet auf Twitter Millionen von Leuten erreichen, wenn es spannend genug ist. Wer ist auf Twitter von euch? Ja, das ist auch eher weniger, ja. Also das ist auch eher ein, sage ich mal, fachliches Medium, kann man sagen. Also wenn man Leuten folgt, die relativ viel zu einem Thema wissen auch sozusagen, ist es sehr spannend, auch sehr schnell und tagesaktuell zu Inhalten zu kommen. Umgekehrt, selbst eine Bedeutung aufzubauen in einem Thema ist gar nicht so ohne. Also ich habe selbst dort einiges an Zeit schon verwendet und es ist natürlich auch kostenintensiv von der Zeit, wie man das Ganze auch betreibt. Thema Ideen, also wofür kann man im Crowd einsetzen? Einerseits ist Ideen zu sammeln, Ideen zu verdichten. Noch einmal zur Einordnung, dieses ganze Thema Crowdsourcing, was hier in der Mitte steht, hat eben einen großen Anteil aus dem Kreativitätsbereich, sprich zu neuen Ideen zu kommen. Das hat, wie gesagt, 2006 begonnen, dass man sagt, aus einer unternehmerischen Perspektive nicht eine Entwicklungsabteilung in-house macht die ganze Entwicklung, sondern man versucht bewusst, den Weg nach außen zu gehen, Leute abzuholen, die einem helfen. Das können Kunden sein, das können Lieferanten sein, irgendjemand, der einfach ein
Thema so cool findet, dass er sagt, da muss ich dabei sein, da möchte ich was bewegen. Und damit ist es möglich, sozusagen von außen ganz interessante Indikatoren zu bekommen, also Hinweise, was könnte ein Produkt alles für Funktionen haben, wo könnte das verkaufbar sein, wie kann ich es umsetzen. Und wie gesagt, neuerdings eben auch mit dem Crowdfunding-Thema, wer ist bereit, auch ein paar Euros in die Hand zu nehmen oder Dollars, wenn man Kickstarter und Indiegogo aus die amerikanischen Plattformen anschaut, wer ist bereit, Euros in die Hand zu nehmen, um die Idee auch zu verwirklichen. Also auch das Risiko auf der finanziellen Seite mitzutragen. Und das ist, wie gesagt, noch relativ neu. Das hat eigentlich, also Indiegogo als amerikanische Plattform hat 2008 begonnen, Kickstarter als größte amerikanische Plattform inzwischen, die fast 500 Millionen Dollar schon bewegt hat, und das ist nicht wenig, ja. Hat 2009 begonnen. Europäischen Raum oder in Deutschland speziell hat es 2011 begonnen mit Seedmatch, seine Plattform, die dort begonnen hat, eben auch Investitionen zum Thema zu machen. Das ist auch ein Unterschied. Also Crowdfunding ist der große Überbegriff über die Finanzierungswelt und darunter gibt es mehrere Formen, die wir auch noch kurz erzählen, damit wir da sozusagen auch eine gemeinsame Sicht auf das Thema haben. Für uns auf der Ideenseite, wie gesagt, gibt es diese Plattform Norovation.net mit der speziellen Instanz jetzt für HTL, Norovation.net Salzburg. Wir haben das auch für Bürgerbeteiligungsplattformen, für Vernetzung im Bereich E-Mobility von Industrieunternehmen im Einsatz oder wir haben es auch für eine Firma, die vielleicht jemand auch von euch kennt, die sitzt in Graz, macht Motorenentwicklung, hat 6.300 Leute, 45 Standorte weltweit, die machen Crowdsourcing quasi in-house über die ganzen Standorte hinweg mit den Mitarbeitern. Also da kommt von außen gar nichts rein, aber es ist auch spannend, in die Richtung zu gehen. Oder was man auch tun kann, das haben wir vor 2 Jahren begonnen, zum Beispiel mit unserer Crowd, 8.000 Leute auf Norovation.net, Logo-Entwicklung, ja, 150 Einreichungen, das ist aber sehr Spezielles, da kann nicht mehr jeder mit tun, weil er da Grafikkompetenz braucht, aber da hat zum Beispiel der Maximilian Suchi hat da gewonnen, hat dieses Logo kreiert über einen Crowdsourcing-Prozess, hat damit damals ein Elektrofahrrad gewonnen. Und dieses Logo wird demnächst in Österreich auf allen Tankstellen, Ladestationen, wo auch immer sein, damit man sich so wie ein Bankomat-Logo orientieren kann und sagen, okay, wo kriege ich eine gewisse Leistung? Also das Thema E-Mobility wird ja auch demnächst auch noch stärker passieren. Ein nächstes Projekt, auch als Beispiel, was wir gemacht haben, war das Clash of the Apps-Projekt. Damals war die Idee für einen Kongress, der in Wien stattgefunden hat, einfach die Frage in die Runde zu stellen, wer hat Ideen für Applikationen, Smartphone-Applikationen, die wir noch brauchen könnten. Wir haben damals versucht, unsere Netzwerke zu aktivieren, haben insgesamt 94 Einreichungen bekommen. Und da sieht man schon etwas, was Crowdfunding oder Crowdsourcing auch liefern kann. Wir hatten damals zu diesem Zeitpunkt über 20.000 Bewertungen auf diese Idee. Und das ist natürlich auch ein harter Indikator, sozusagen, wenn da jetzt eine Idee besonders bedeutsam sich hervorstellt, dann kann die vielleicht auch am Markt sehr viel Erfolg haben. Also das ist etwas, was Crowdsourcing auch liefert. Ich kann nicht nur jetzt quasi Ideen von der Crowd abholen, sondern ich kann auf einmal auch Bewertungsmechanismen, also quasi die kollektive Intelligenz einer großen Menge an Personen, die sich miteinander vernetzt, kann ich hier auch nutzen, um dementsprechend auch Input zu bekommen, wie viel Wert hat eine Idee und hat eine gewisse Vorzugswürdigkeit gegenüber anderen. Wie wir das machen, das sieht man im Moment eher auf der Plattform, wo eure Projektideen auch stehen. Das heißt, was wir da tun, ist immer, wir stellen zwei Ideen gegenüber und der Anwender sagt ganz einfach, A oder B soll realisiert werden oder gefällt mir besser und es wird so lange gemacht, bis wir im Hintergrund ausreichend Bewertungen haben, dass wir eine Reihenfolge herstellen können. Und ganz oben steht dann eine Idee, jetzt in eurem Fall dann, das wird man noch sehen, wie die Jurybewertung dann noch ausfällt, irgendwo 500, 400, 300, 200 und 100 Euro bekommen wird, 17.12., ich glaube, ist bekannt, oder? Also da werden ein paar Projekte, die hier besonders gut sich von der Bewertung her anfühlen, auch Preise bekommen. In unserem Fall war es so, wir haben 3 Sieger gehabt, jetzt bei diesem Projekt. Diese 3 Sieger hatten die Chance, ein Crowdfunding zu bekommen. Das heißt, wir haben dann von einer Crowdsourcing-Plattform, wo es um Ideen geht, die übergeführt, so wie wir es jetzt auch bei euch machen, in die Finanzierungsschiene. Das war quasi also schon eine erste Kombinationsmöglichkeit auch in die Richtung. Das ist die bekannte Plattform, die wir hier im Einsatz haben. Man sieht oben immer, es geht eigentlich immer ums Gleiche. Es geht um einen Bewerb, eine Initiative. Man kann sich die Ideen extra anschauen. Es gibt die Community. Also man könnte sich dort auch, wenn man will, untereinander vernetzen, also sich gemeinsam Teams bauen oder auch sich wechselseitig Nachrichten schicken oder auch eben hier Brainstorming machen. Also wir haben einen Brainstormer auch eingebaut in die Plattform oder andere Themen. Einen Admin-Button, den sehe nur ich, das ist jetzt hier eingeblendet und dann sieht man halt dementsprechend die Darstellung. Wie die Darstellung ausschaut, will ich jetzt nicht nur wiederholen, das kennt ja jeder,
der mit dabei war. Gibt es bisher Fragen also zu diesem Thema Crowdsourcing? Das war so dieser Ideenteil, wie kann man Ideen einstellen, was tut sich da so in der Szene? Also das kann sehr breit gehen von Ideen, die beschrieben werden, in unserem Fall mit 1000 Zeichen, Überschrift, ein paar Bilder dazu, auch ins Umgekehrte, wo ich sage, das Logo ist eigentlich das Ergebnis von so einem Crowdsourcing-Bewerb und die Beschreibung dazu ist vielleicht, warum bin ich auf dieses Logo gekommen. Bitte. Ich komme jetzt gleich noch drauf. Also es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Crowdfunding. Also Crowdfunding ist nicht gleich Crowdfunding und das ist im Prinzip der Überbegriff. Und noch einmal, der Überbegriff ist Crowdsourcing, da haben wir jetzt kurz auch ausgeholt in Richtung Ideen. Und jetzt Spezialfall, wie gesagt, von Crowdsourcing ist Crowdfunding und unter Crowdfunding gibt es 4 Arten und die werden wir uns jetzt kurz anschauen. Es tut sich einiges, das muss man auch sagen, es ist wie gesagt 2011 so in unserem deutschsprachigen Kulturkreis richtig losgegangen. Wir haben im Jahr 2011 waren weltweit 1,4 Milliarden Dollar in Bewegung über Crowdfunding-Aktivitäten, also Projekte, die hier Geld gesucht haben mit unterschiedlichen anderen Themen. Und das Interessante dabei ist eben, dass die Wachstumszahlen, die dahinter liegen, sich jährlich verdoppeln. Also insofern wird es noch länger so weitergehen und es wird auch eine gewisse Bedeutsamkeit bekommen. Aus meiner Sicht wird diese Form von Geld zu sammeln oder beziehungsweise Projekte mit Geld zu versorgen, auch massiv in das Finanzsystem einwirken. Ja? Also das wird etwas sein, was auch die Finanzszene verändern wird. Und das, man muss es auch so sehen, die ganze Crowdfunding-Welt entsteht im Moment außerhalb des normalen Finanzsystems. Das sind typischerweise Web-Startups oder Firmen so wie wir, die sagen, da gibt es einen Bedarf, wir sind keine Banker. Ja? Also was wir überhaupt nicht tun, ist eben, dass wir Finanzierungsberatung oder so etwas machen, sondern wir bauen im Prinzip Innovationsprojekte und wir sind draufgekommen, wir brauchen dafür Finanzierungen, die wir dort, wo es bis jetzt Geld gegeben hat, schwerer bekommen. Ja, Banken können in dieser frühen Phase sehr, sehr schwer Geld herausgeben. Da kann man nur mit Sicherheiten arbeiten, die in der Regel 100% von dem abdecken, was ich an Geld haben möchte. Das ist vielleicht jetzt nicht so zugänglich für euch, weil es noch nicht so spannend ist in dieser Phase, wo ihr jetzt mit Matura auch seid, aber wenn heute ein Unternehmensgründer so mit, sage ich mal, 25 Jahren irgendwo hineingeht in eine Bank und sagt, ich hätte gern 30.000 Euro, dann muss er dort eine Sicherstellung mitbringen, wo er sagt, ich habe entweder ein Grundstück, ein Haus oder die Oma mit dabei, die 30.000 Euro im Sparkonto hat und damit kriege ich dann Geld heraus. Und das, genau dieses Problem löst Crowdfunding, dass ich diese Sicherheiten nicht brauche. Weil die Sicherheit insofern ein bisschen verbessert wird, indem halt nicht eine Person viel Geld in die Hand nimmt, sondern in dem Fall, die steht auch, die Masse wird zu Investoren macht, dass viele Personen kleine Beträge in die Hand nehmen. Das ist das Besondere an Crowdfunding. In unserem Fall, vielleicht nur so als Zahlenbeispiel, nicht ein Investor, könnte auch passieren. Ich sage, eine Firma als Investor könnte sagen, das Matura-Projekt gefällt mir besonders gut, ich gebe 5.000 Euro drauf und damit ist alles finanziert von den Platinen über Messgeräte und so weiter und das funktioniert. Aber was wir tun wollen, ist, wir wollen mehr Personen aktivieren. Wir haben hingeschrieben 250, die vielleicht so durchschnittlich 20 Euro in die Hand nehmen. Wenn wir sagen, wir beginnen vielleicht bei 10 Euro und das kann irgendwo auf 100 Euro raufgehen. Also das ist die Idee, die dahinter liegt. Ist in dem Fall ganz einfach. Es gibt in Österreich, und das ist auch interessant, es gibt mehr Geld, als wir, also was wir hier brauchen, ist sowieso nur ein kleiner Betrag, aber es gibt österreichweit 490 Milliarden Euros auf Österreichs Privatkonten, die in Wirklichkeit nicht arbeiten, sage ich mal, sondern die in Stiftungen zwischengeparkt sind, die mehr denn je auch in Steine, und damit meine ich Grundstücke, Häuser, was auch immer sozusagen investiert werden, damit dort Sicherheit auch aus Investorensicht herrscht. Das heißt, Investoren sind eher geneigt, ihr Geld im Moment in Substanz irgendwie zwischenzuparken, weil sie dort halt die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht verloren geht, höher sehen, als wenn ich sage, investieren in ein Projekt, wo das Risiko, dass die technische Schaltung funktioniert und letztendlich dann auch jemand das Ganze kauft hat, zu unsicher ist. Also das sind Themen, die hier an der Oberfläche sind. Das heißt, es gibt einerseits sehr viel Geld und es muss man auch sagen, es gibt doch eine nicht unkritische Masse an Personen, die auch bereit ist, in solche Projekte zu investieren. Das Problem im Moment ist, dass die Geld brauchen und die Geld haben, nicht zusammenfinden. Und eine Crowdfunding-Plattform liefert jetzt nichts anderes, als wie einen Marktplatz, wo solche Leute sich treffen können. Das heißt, was wir dazwischen schalten, ist im Prinzip eine webbasierte Plattform, die auch wieder so mit Social-Media-Elementen angereichert ist, aber im Prinzip
ein Prozess abgebildet ist, also ein Ablauf, wo es darum geht, wie kann ich mir ein Projekt als Investor aussuchen, um dann dort Geld drauf zu geben, also einen kleinen Betrag, und auch andere zu animieren, dass sie das tun, damit ein Gesamtbetrag zustande kommt, der dann dazu führt, dass das Projekt realisiert werden kann. Und das ist ja auch gerne meine erste Denkaufgabe sozusagen für euch. Die Frage ist, wie viel braucht jetzt ein Matura-Projekt mit, weiß nicht, 2, 3, 4 Personen, das realisiert werden muss, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich? Sind es 100 Euro, sind es 1000 Euro oder sind es 10.000 oder mehr? Ja, also das ist auch eine Frage, die ihr euch stellen müsst, weil das ist das Erste sozusagen, was ich mir auch irgendwo auch in einer Projektdarstellung zurechtlegen muss. Ja, wie viel Geld möchte ich letztendlich für in einem Crowdfunding-Prozess sammeln? Vielleicht zu meinem Hintergrund noch, also ich habe sehr schnell begonnen, mich an der europäischen Szene zu orientieren. Also es gibt in Österreich, zumindest zu dem Zeitpunkt, hat es sehr wenig gegeben. Ich bin, kann man sagen, 2010 losgerannt mit diesem Thema und habe dann einmal geschaut, was tut sich im internationalen Sektor. Und wir haben inzwischen in Brüssel das European Crowdfunding Network gegründet mit knapp 20 Plattformen. Und was wir dort jetzt aufgebaut haben, ist so eine Art Framework, also einen Rahmen, wie kann man Crowdfunding in Europa ausrollen. Und darunter sind auch Modelle beschrieben. 4 dieser Modelle sind hier aufgelistet. Also es gibt im Prinzip unter Crowdfunding, und da kommen wir jetzt gleich auf die Frage auch zu sprechen, es gibt 4 Modelle. Das ist jetzt auf Englisch natürlich. Also Donations heißt Spenden. Das heißt, ich gebe Geld hinaus. Ich habe auch nicht die Erwartungshaltung, dass jetzt irgendwas zurückkommt. Das ist so ähnlich wie Licht ins Dunkel, was wahrscheinlich jeder von euch kennt. Also man sagt, okay, ich tue etwas Gutes, ich habe ein gutes Gefühl dabei, aber ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass die Person oder das Projekt, das jetzt etwas bewegt, mir irgendwas finanziell, schon gar nicht, ja, und auch nicht materiell zurückspielt. Am ehesten noch ideell, dass ich sage, ich beobachte, wie das Projekt funktioniert und ich kann mir, was weiß ich, das Kunstwerk, was dahinter steht oder was auch immer, irgendwann mal anschauen. Also das ist typischerweise Donation-based Crowdfunding. Reward-based Crowdfunding, das heißt, Reward heißt, ich bekomme was zurück. Ich gebe Geld raus, bekomme etwas zurück. Das ist Kickstarter, ist heute schon genannt worden, oder Indiegogo. Genau dort wird dieser Modus angewendet. Das heißt, ich investiere zum Beispiel in die Entwicklung eines Computerspiels und ich bekomme als erster die App, die da vielleicht dahinter steht, dann als Anwender, um die dann nutzen zu können. Also da geht es auch nicht darum, dass ich denselben Wert zurückbekomme, den ich bezahlt habe. Das ist ja oft in dieser frühen Phase ohnehin schwer festzustellen, sondern ich versuche, etwas zu ermöglichen. Ich zahle da ein paar Euros ein, dann wird die App sozusagen mit x-tausend Euro programmiert und dann bin ich einer der Ersten, der das nutzen kann. Oder wenn es um ein Musikstück geht, ist auch oft eine Anwendung, eine Künstlergruppe möchte eine CD realisieren, dann wird halt die CD das erste Objekt sein, was ich zurückbekomme und das vielleicht sogar die Signatur der Gruppe oben, des Künstlers. Ja. Also das ist die Anerkennung, die hier weitergegeben wird. Das ist also nie wertäquivalent in der Form, dass ich sage, ich habe jetzt damit mein Produkt bezahlt, sondern es ist etwas, wo ich eine materielle oder auch ideelle Abgeltung oder eine Wertschätzung zurückbekomme. Für unsere Matura-Projekte hier sind wir genau in diesen 2 Themen drinnen, genau genommen. Ja. Also es wird wahrscheinlich das eine oder andere Projekt nicht die Möglichkeit haben, etwas in der Zeit der Realisierung zurückzuspielen, was am materiellen Output liefert. Das eine oder andere vielleicht schon. Ja. Also da muss man sich überlegen, was kann ich demjenigen, derjenigen Person, die hier etwas mir zur Verfügung stellt, ein paar Euros, was kann ich letztendlich zurückgeben in der kurzen Zeitdistanz? Ja. Ist es am Ende ein Projektergebnis, vielleicht wenn das programmiert wird, wo ich auch das ausprobieren kann, einen Fun-Faktor dabei habe, was auch immer. Also ich werde ein paar Beispiele dann auch noch zeigen. Also das sind die 2, die uns quasi im Kern interessieren. Ergänzend vielleicht noch die anderen 2, damit wir den Gesamtüberblick haben. Landing-based Crowdfunding ist nichts anderes wie Mikrokredite. Das heißt, von Person zu Person werden Kredite vergeben. Das heißt, ich gebe dort 100.000 oder 10.000 Euro raus. Ich bekomme dann von der anderen Seite eine Verzinsung. So wie bei einer Bank auch, also 3, 4, 5%. Ich muss also sozusagen mehr zurückbezahlen, als was ich ausgeliehen habe. Und die Zeitdauer kann ich mir mit dieser Person ausmachen. Das Besondere hier ist eben, es ist auch keine Bank zwischengeschaltet, außer für die Girokontenbewegung, sondern es geht auch von Privat zu Privat. Ist in Österreich, muss man auch dazu sagen, verboten. Ja, also außer man hat eine Banklizenz, dann kann man das machen. Aber gibt es einen prominenten Fall von dem Kollegen Heini Staudinger im Waldviertel, der das hat für seine Firma in Anspruch genommen und hat gesagt, er möchte nicht die Bank als Finanzierungspartner, er möchte seine Bekannten, Verwandten, Mitarbeiter und Kunden einladen, das zu tun.
Und dann gibt es in Österreich eine Behörde, die das kontrolliert, ob das alles rechtens ist, das ist die Finanzmarktaufsicht. Ja. Und die sagt dann, ja, lieber Herr Staudinger, das ist doch nicht so optimal. Also das könnte eine Bank, dürfte das machen, aber Sie dürfen das nicht. Sie müssen eine Banklizenz haben. Und die Story dahinter ist hinlänglich bekannt, wir jetzt nicht nochmal weiter diskutieren. Also das ist etwas, was in Österreich nicht funktioniert. In Deutschland funktioniert es, weil es dort Banken gibt, die diese Lizenzplattformen zur Verfügung stellen und damit können dort Mikrokredite, zum Beispiel was Mava, kennt jemand vielleicht von euch, vergeben werden. Nummer 4, das ist das, was wir auch auf 1000x1000 tun. Wir beteiligen Investoren an Unternehmern. Dazu brauchen wir schon einen Unternehmer. Das ist jetzt in eurem Fall auch nicht gegeben, es wäre zu früh. Aber bei uns kommen sehr viele Projekte, die schlagen deswegen bei uns auf, weil sie sagen, wir sind jetzt schon mal losgerannt, wir haben die ersten 30.000 Euro vernichtet sozusagen, da haben wir Prototypen gebaut. Jetzt geht es aber erst so richtig los, jetzt brauchen wir noch mehr Geld, weil sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Und dann können wir hier bis 250.000 Euro finanzieren. Das ist nicht so wenig, ist auch nicht wahnsinnig viel für manche Projekte, aber für, sagen wir mal, digitale Projekte, wo es um Programmierung geht, kann man mit 250.000 schon einiges tun. Das ist immer auf 12 Monate beschränkt. Das heißt, in 12 Monatsfenstern könnte ich jeweils 250.000 Euro aufstellen. Und damit bin ich aber auch als Investor an diesem Objekt, sprich Kapitalgesellschaft, eine GmbH in Österreich typischerweise, beteiligt. Das heißt, ich bin dort quasi Shareholder, um einen Begriff hier auch noch reinzubringen. Also ich bin Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft ohne Stimmrecht. Also ich sitze jetzt dort nicht in der Gesellschafterversammlung und kann dort mitbestimmen, sondern ich bin dabei. Ich sehe, was passiert, ich kann auch einwirken und das ist auch das Spannende an Crowdfunding insgesamt. Ja, mit Crowdfunding kauft man sich jetzt nicht nur Partner mit ein, die Geld liefern, sondern ich habe auf der anderen Seite auch das, was ich vorher gemeint habe, mit Crowdsourcing, mit Intelligenz, mit Kreativität. Ich habe auf einmal Leute, die denken mein Produkt, mein Projekt mit. Die kommunizieren mein Produkt auch in den Markt hinein. Und das ist besonders spannend, weil wenn ich sage, 100 Leute sind mit meinem Projekt insofern verbunden, weil sie mir Geld gegeben haben. Und diese 100 Leute kennen jeweils wieder 100 Leute. Und dann habe ich auf einmal 10.000 Leute, die mein Produkt in die Breite kommunizieren. Und das ist eigentlich das Geniale daran. Ja. Ich habe auf einmal eine Verbreitungsmöglichkeit, die ich sonst nur selbst irgendwie initiieren können muss. Und wie mache ich das? Gut, wenn ich heute Social Media im Griff habe, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Und ist auch ein wichtiger Aspekt für Crowdfunding. Also Crowdfunding ist sehr, sehr stark verbunden mit den neuen Kommunikationsmedien, die netzwerkbasiert funktionieren. Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, alles, was da dahinter ist. Also das sind die Themen, die helfen sehr, sehr stark, Crowd zu finden, Leute zu begeistern, sie Geld drauf geben und etwas weiterentwickelt wird. Kleines Beispiel, ist nicht unsere Plattform, ist deutsche Plattform Seedmatch. Ist seit 2011 im Rennen. Ich habe es deswegen genommen als Beispiel, weil es auch einen Technikbezug hat. Also sind Leute auf die Idee gekommen, sie bauen einen Helikopter, nur nicht mit einem Rotor, sondern mit, ich glaube, 12 oder so irgendwie. Hat den Vorteil, dass das Ding weniger Energie braucht. Es funktioniert elektrisch auch, also ist elektrisch betrieben. Und die haben jetzt innerhalb von 3,5 Tagen 1,2 Millionen Euro gesammelt. Das ist eine Erfolgsstory, kann man auch sagen, die im Moment gerade geschrieben wird. Also das Projekt ist jetzt, glaube ich, noch, können wir sehen, bis 31.12. Ich glaube, es sind hier noch, was sieht man das? Funding Limit abgeschlossen am 3.12. Ich glaube, es sind noch knapp 20 Tage sind in der Finanzierung drinnen, also da kann noch mehr Geld. Das wird wahrscheinlich, ich vermute, mal verdoppelt werden locker. Ja. Also der Betrag, Crowdfunding funktioniert immer so, man muss sich überlegen, wie viel Geld brauche ich. Ja. Und es kann aber durchaus sein, dass dieser Betrag überschritten wird. Das heißt, wenn ich hinschreibe 1.000 Euro, brauche ich unbedingt, um loszustarten, kann es durchaus sein, dass 2.000 Euro reinkommen. Dann kann ich das Projekt eben großzügiger betreiben. Ich kann vielleicht ein paar Features einbauen, die ich sonst nicht machen würde. Also so in die Richtung kann man sich das auch vorstellen. Anderes Beispiel, das jemand zufällig gesehen, Ubuntu Edge. Ja, einige. Tolle Story auch, ja. Eine Firma hat gesagt, ich möchte 32 Millionen Dollar sammeln und ich baue quasi so das Smartphone der Zukunft als einziges Gerät, Hardware, wo ich sage, ich brauche nichts mehr anderes. Ja, ich brauche kein iPad, ich brauche keinen Desktop-Computer, gar nichts. Ich nehme das Ding sozusagen als das Endgerät, Hardware, so mächtig, dass ich daran meinen Computerschirm anschließen kann, aber ich bin auch mobil mit dem Ding immer unterwegs. Und die Story dahinter ist wirklich gut, finde ich, weil die haben innerhalb von knapp, wie wir die Zahlen auch mit, innerhalb von einer Stunde 135.000 Dollar gesammelt. Natürlich muss man auch beachten, wie viele User sind jetzt auf Indiegogo registriert, also da ist schon einiges in Bewegung. War aber Rekord jetzt in dem Fall. Die haben innerhalb von 4 Stunden 1 Million Dollar gehabt, innerhalb von
45 Stunden 4 Millionen Dollar. Der Endstand war dann letztendlich 12 Millionen Dollar. Das heißt, das Projekt ist jetzt rein von der Logik der Plattform nicht finanziert worden. Die Leute haben das Geld zurückbekommen. Aber ja, ein Goodie sozusagen jetzt in diesem Reward-Based-Modus, also was gebe ich dem Investor, war, ich konnte das Produkt vorbestellen. Das war, glaube ich, 590 oder 600 Dollar. Und es haben insgesamt 6.000 Leute gemacht. Was heißt das? Das heißt einerseits natürlich, dass einiges an Geld reingekommen wäre, wenn es aufgegangen wäre. Auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr schöne Aussage vom Markt, dass man sagt, dieses Endgerät, das will ich sehen. Das will ich nicht nur sehen, das will ich nutzen. Also das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Im Nebengeld kommt auf einmal eine Information, eine Botschaft für mich rein, wo ich damit mit einem sehr, sehr guten Gefühl sagen kann, okay, wir gehen es an, wir machen das. Und das wird die Firma wahrscheinlich auch tun, wahrscheinlich mit einem anderen Finanzierungsmodell, weil im Crowdfunding nicht so funktioniert hat. Also man kann sie auch mit anderen kombinieren. Und das sehe ich als große Chance und als riesigen Mehrwert. Ja, was die gemacht haben, muss man auch sagen, sie haben sehr viel Aufwand betrieben, das Produkt schon vorher darzustellen. Und da sind wir jetzt schon so ein bisschen auch in Richtung, wie kann euer Projekt dargestellt werden. Da sind Videos gemacht worden, da sind Darstellungen, wie das Geschäftsmodell ausschaut. Und. Also das sind viele Themen, wo ich sage, ich kann mir als Investor heute schon vorstellen, obwohl das nur Fiktion ist, kein Produkt hardware-technisch bisher vorliegt, kann ich mir schon vorstellen, wie wird das ungefähr ausschauen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Unsere Plattform, wie gesagt, heißt 1000x1000, was wir da vorne auf der ersten Seite sammeln oder so als Einwählknoten haben. Also man kann einerseits Ideen einstellen für, zur Finanzierung, eben mit zwei Modi im Moment, Reward-based, sprich eben ich gebe Geld und kriege eine Anerkennung zurück, oder eben mit Equity, ich gebe Geld raus und bin beteiligt an einem Unternehmen. Das tun wir. Und auf der anderen Seite können Leute eben hier mittun in der Form, dass sie eben bei Reward-based ab 10 Euro Geld einspielen oder beim Equity-Based-Thema eben ab 100 Euro mitmachen können. Obergrenze 5.000 Euro, weil wir auch eine Crowd entwickeln wollen. Und da vorne schreiben wir mit, wie viele Leute das tun. Wir haben im Moment 807 Investoren. Das ist also ein Screenshot von gestern. Und was wir auch mitschreiben, ist sozusagen, wir fragen die Leute, wo habt ihr Expertise? Und wie viele Jahre sind das? Ja? Und kann man, wenn man das zusammenrechnet, sind es jetzt über 6.000 Jahre an Erfahrung, die quasi auf der Plattform auch gebündelt sind in Form dieser Personen, die dort registriert sind. Die kann man auch nutzen, indem man die Leute kontaktiert und mit denen auch spricht, auch nicht uninteressant. Und in Summe, das Risikokapital ist 7,5 Millionen Euro, was dort zur Verfügung steht. Unser heißestes Projekt im Moment, also was wir gerade in der Finanzierungsphase haben, ist das Tablet Case von Woodaroo. Das ist eine steirische Firma, die ist auf die Idee gekommen, dass diese iPads sozusagen leicht umfallen und der Schutz ja nicht so optimal ist, wenn man das nur in so einer Plastikhülle gibt. Das heißt, die haben so ein Ding entwickelt und ich zeige das auch kurz vom Video her, wo man das iPad-Case reingeben kann, aber nicht nur reingeben kann zum Schützen, sondern man kann es dort auch schräg stellen und so quasi als eine Art Mini-Arbeitsplatz verwenden. Die Funding-Schwelle war bei 20.000 Euro, sieht man hier. Also das ist immer die typische Projektdarstellung. Also man hat ein Video und dann hat man hier so diesen Finanzierungsbalken, das ist im Moment bei 673%. Das heißt, das Projekt ist deutlich überfinanziert. Also die wären mit 20.000 Euro zufrieden gewesen. Im Moment sind wir auf 134.500 oben. Und ich zeige jetzt nur kurz das Video. Das müsste jetzt über den Lautsprecher auch ganz gut hörbar sein, da hoffentlich. Wie die ihr Projekt darstellen. Ja, ganz kurz nur. Neben mir steht der Andreas, er ist Experte für Holztechnik seit über 15 Jahren. Wir haben uns kennengelernt durch dieses Produkt. Ich war sofort fasziniert davon. Zielsetzung bei diesem Produkt war, kein bestehendes vom Markt zu übernehmen oder zu kopieren, sondern ein komplettes System neu zu entwickeln. Hauptaugenmerk bei diesen hochwertigen Tablet-Cases war, einen maximalen Schutz der Tablet-PCs zu haben und eine einfache Realisierung der Standfunktionen. Alexander Krauser bringt sehr viel internationale Handelserfahrung mit und ist zuständig für Finanzen und Internationalisierung. Wie wir uns kennengelernt haben, ist mir ein Zitat von Steve Jobs eingefallen. Um etwas Großartiges zu leisten, muss man es lieben, was man macht.
Das ist mir von Anfang an bei Ihnen sofort aufgefallen. Einerseits diese wirkliche Leidenschaft, mit der Sie hinter dem Produkt stehen. Das zweite, die Professionalität. Und das dritte auch, sage ich mal, das unternehmerische Agieren von Ihnen. Und was für mich natürlich auch sehr wichtig ist, oder für uns alle, einfach, dass es auch Spaß macht. Was ganz cool ist für uns ist, wir hatten einen Termin mit dem Geschäftsführer von McWorld, McShark. Das ist der größte Apple Premium Reseller Österreichs. Einerseits, dass er das Produkt wirklich toll findet und andererseits, dass er uns gerne ein Vorweihnachtsgeschäft in allen 18 Stores präsentieren will. Die zweite Sache, die uns natürlich sehr begeistert ist, dass Swarovski mit uns Kooperationsgespräche führt, wo wir in Zukunft dann eine eigene Linie mit Kristallen anbieten werden. Und last but not least, was natürlich uns sehr, sehr große Freude bereitet ist, ein sehr, sehr großes deutsches Unternehmen will uns genauso im Vorweihnachtsgeschäft drinnen haben, wie auch ein Schweizer Unternehmen. Wir haben bereits internationale Kontakte geknüpft in diverse Märkte und zu Vertriebspartnern. Einer der wichtigsten Märkte für uns ist natürlich die USA. Diese ist auch bereits in Vorbereitung und wir werden nächstes Jahr diesen Markt erobern. Und speziell für diesen Markt haben wir schon bei Kickstarter eine Kampagne in Vorbereitung. Zusammenfassend kann man sagen, wir wollen in dieser Nische Weltmarktführer werden und freuen uns natürlich, wenn Sie von Beginn an als Mitdenker und Unterstützer dabei sind. Wie gesagt, es geht darum, dass man hier mehrere Themen vorstellt. Das ist einerseits das Projekt selbst. Sieht hier auch die Laufzeit, also typischerweise sind es 2 bis 3 Minuten. Das ist so eine, man, das kennt jeder auch von euch, wenn dort von Haus aus ein Balken steht, weiß nicht, 15 Minuten, dann ist man schon mal geneigt zu sagen, okay, das hören wir uns irgendwann an, aber nicht jetzt. Also insofern ist auch wichtig, hier quasi eine Zeitdistanz zu wählen. Man sagt, es ist genug Zeit, um Informationen zu transportieren, das Projekt, um die Personen vorzustellen, aber auf der anderen Seite, es darf nicht zu lange sein. Also wir wissen so aus Erfahrung, dass wir sagen, so, alles, was so 60, 90 Sekunden ist, ist gut. Wenn es 2, 3 Minuten ist, ist auch gut, wenn es guter Content ist. Also dann funktioniert das. Also Crowdfunding-Projekten, die jetzt im Equity-Bereich sind, wo man das Geschäftsmodell erklärt, was hat man vor, ist in 2, 3 Minuten schon ganz günstig, wenn man die auch nutzen kann. Also das ist quasi der Hintergrund. Das muss man sich überlegen, was kommt da alles rein. Wichtig ist im Prinzip, dass ich erkläre, worum geht's, welches Problem wird gelöst. Man muss jetzt so vorstellen, wenn jemand Geld in die Hand nehmen soll, dann muss ich mich in einer gewissen Art und Weise auch mit diesem Thema identifizieren können. Jetzt nehmen wir her, das ist jetzt bei euch ein Projekt, das ist hochtechnisch nur erklärbar. Wenn ich jetzt nur auf diesem technischen Niveau das erklären würde, dann steigen schon einmal wahrscheinlich 90% der Leute, die vielleicht Geld in die Hand nehmen könnten, potenziell, aus. Das heißt, ich muss es auch irgendwie schaffen, aus dem Team heraus, meine Aufgabenstellung, die ich technisch hoch intelligent löse, so weit runterzubrechen auf eine Botschaft, wo sich der Endanwender, und so muss man auch die Leute sehen, die finanzieren, vorstellen kann, das ist mein Projekt. Da möchte ich Geld drauf geben, weil das löst etwas, was mich auch berührt. Das kann mich im Idealfall auch als Benutzer so weit betreffen, dass ich es auch verwenden kann. Das ist nämlich die idealtypische Situation. Oder ich muss zumindest sagen können, das betrifft eine gewisse Gruppe an Menschen, die damit etwas gelöst bekommen, wo ich auch bereit bin, Geld herzugeben. Also das muss man ganz, ganz klar auch sehen. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Nummer 2, und das bitte auch zu beachten, wer macht das? Ja? Warum ist das mein Matura-Projekt? Ganz, ganz wichtig. Ja? Warum treibt mich das Thema? Also warum ist die Person, die dahinter steht, emotional auch gewillt, sich da jetzt hineinzubegeben, aber abgesehen davon, dass man es tun muss, ja, weil als Schüler der HTL wird man sich nicht aussuchen können. Das ist im Unterschied zu anderen Crowdfunding-Plattformen oder Crowdfunding-Aktivitäten schon eine besondere Situation, muss man dazu sagen, aber ich hoffe trotzdem, dass es Spaß macht, natürlich, weil man kann sich ja, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad das auch aussuchen, was man dann wählen will und welches Thema man bearbeitet. Also insofern ist es ganz wichtig, dass ich sage, warum tue ich das oder warum macht das Team das auch? Das heißt, das Team hier mit den 2, 3 Personen oder was ist so die Gruppengröße? Maximal gibt es da Obergrenze? 4, 5, okay. Ja. Also das kann auch ein Teil sein, wenn ich sage, ich mache jetzt ein cooles Video, dass ich sage, ja, wer macht da alle mit? Wer ist sozusagen damit auch verbunden? Und Nummer 3 wäre bei Equity sozusagen oder auch jetzt bei Reward, dass ich natürlich sage, was bekommt jemand zurück, der mir jetzt Geld gibt? Und ich sage, es wird jetzt nicht Geld sein in unserem Modus, weil es gar nicht möglich ist, ja, ihr habt ja kein Unternehmen. Es geht darum, dass das Projekt realisiert wird, aber was kann ich anbieten? Kann ich die Person einladen, einmal
vielleicht in einen Workshop zu kommen, wo ich sage, wir arbeiten gerade an diesem Thema und ich kann da hautnah dabei sein zum Beispiel. Oder kann ich das, das Rohergebnis, den Prototypen einmal anschauen und benutzen oder irgendwie auch ein Feedback liefern. Also das kann auch eine Möglichkeit sein. Oder ich kriege irgendwas retour, wo ich sage, okay, ein paar Euro sozusagen von dem, was wir jetzt da eingesetzt haben, investieren wir in ein T-Shirt, wo das Logo oben ist von dem Projekt oder was auch immer und das geben wir zurück. Auch eine Möglichkeit. Also da gibt es viele Beispiele, da kann man auch schauen auf Plattformen, was andere tun. Typischerweise hat man so 3 bis 5 Goodies sozusagen, die man zurückspielt. In unserem Fall kann ich auch zeigen, hier auf der Plattform, im Voodaloo-Projekt haben die Folgendes gemacht. Also die haben hier zum Beispiel Gutscheine als Goodies dabei. Das ist jetzt auch eine Besonderheit von dem, was wir da tun. Wir kombinieren das im Prinzip. Also jemand, der jetzt 100 Euro investiert, ist einerseits an der Kapitalgesellschaft beteiligt. Er kriegt aber automatisch einen 25% Ermäßigungsgutschein oder 50% Ermäßigungsgutschein. Oder ab 500 Euro kriegt er ein Voodaloo Case mit dabei, mitgeschenkt. Ist natürlich wieder perfekt für die Produktverbreitung, weil jemand, der jetzt 500 Euro investiert hat und das Produkt jetzt in seiner Runde schon herzeigen kann, weil er einer der Ersten ist, der den Prototypen bekommen hat, hat natürlich wieder einen Werbeeffekt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zweiter auch ein paar hundert Euro drauf gibt, steigt. Also das sind eben so, man sagt heute, virale Verbreitungseffekte, viral in der Form, dass der Schnupfen sich halt auch verbreiten kann, viral, aber in dem Fall eine positive Botschaft sich auch quasi ausbreitet über Kanäle, die man sonst sehr mühsam aufbauen muss. Also das ist so eine typische Darstellung, was man da auch schon sieht, natürlich verknüpft mit Social Media. Das kann auch sinnvoll sein. Also hier gibt es Tweets, die da reinkommen, sozusagen aus Twitter. Es gibt eine Facebook-Seite, sozusagen, wo Fans, in dem Fall sind da schon 1900 Leute auch oben, die sich irgendwie mit diesem Case identifizieren, ja? Also mit diesem Schutz aus Holz für ein iPad. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man alle Kanäle, die irgendwie zur Verfügung stehen, auch kombiniert und hier nützt, damit Bewegung reinkommt, dass Leute das sehen. Leute, die sehen, investieren vielleicht wieder oder Teilmenge davon. Natürlich wird nicht jeder investieren. Und so funktionieren also diese Verbreitungsaktivitäten. Anderes Beispiel, was ich auch zeigen möchte, das war im Story Hunter. Aus meiner Sicht sehr gutes Projekt. Leider haben wir damals noch zu wenig Investoren gehabt. Das Projekt ist nicht zustande gekommen. Also wir haben in der Zeitspanne, die wir uns vorgenommen haben, nicht genug Geld zusammenbekommen. Die sind bei 43%, da haben sie dann aufgehört. Wir wollten 2000 Euro für eine App-Programmierung sammeln, haben dann 600 oder 860 gewonnen oder hereingespielt, so in Beträgen von 5 Euro bis 100 oder 50, glaube ich, was so die typische Größenordnung, die gekommen ist auch. 43 steht ja da, 20 Unterstützer. Aber die haben jetzt vor kurzem, dadurch, dass sie hier sehr viel Sichtbarkeit bekommen haben, einen Preis gewonnen und werden jetzt über andere Wege eine Finanzierung bekommen. Also man sieht, wenn es auch hier nicht klappt, kann es durchaus sein, dass man sagt, man kriegt damit so viel Medienwirksamkeit und Sichtbarkeit. Haben jetzt auch, glaube ich, beim Future Zone Award auch was gewonnen und damit sind sie auf einmal doch in der Nähe der Umsetzung. Ja, zusammengefasst nochmal, also die drei Sachen. Die braucht den Entrepreneur oder quasi denjenigen, der das Projekt betreibt. Was treibt mich als Person, um das weiterzubringen? Welches Problem wird gelöst? Wie wird Geld verdient? Oder eben, was kann ich zurückliefern, wenn es nicht um Geld geht, so wie in unserem Fall? Kommunikation, wichtiges Thema. Ja. Also das ist kein Projekt, wo ich sage, ich warte jetzt einmal, ich stelle es auf die Plattform und dann warte ich, was passiert. Die Erfahrung ist, es passiert gar nichts. Ja. Weil wenn ich es nicht kommuniziere, wird kein Mensch die Aufmerksamkeit liefern und dann auch was tun. Das heißt, ich muss kommunizieren anfangen. Kommunizieren heißt, ich kann was wir auch empfehlen, dass man so kleine Kärtchen macht zum Beispiel. Also es kann ein Folder sein, es wird vielleicht zu viel sein, aber hier zum Beispiel Voodaloo hat eine Seite gemacht, da ist einerseits unsere Plattform oben mit dem Link und auf der anderen Seite ist ganz kurz das Produkt erklärt. Die gibt es auch in die Runde. Also wie kann ich das über alle möglichen Kanäle auch in die Breite bringen? Ja? Also das ist die Idee dahinter, dass man hier Medien produziert und ganz toll ist, wenn man vorab schon vielleicht eine Facebook-Seite hat, wo ich sage, da sind schon 100 oder mehr Leute oben, die interessiert das Ganze und die kann ich als erstes, wenn ich losstarte, dann schon kommunikationstechnisch erreichen. Das ist ein wichtiges Element. Zum Abschluss ein paar Tipps sozusagen, bevor wir jetzt reinschauen, wie das Projekt dann dargestellt werden soll. Nummer 1, Unterstützer finden. Wer werden die ersten Unterstützer sein, realistischerweise?
Bekannte. Ja. Also es geht natürlich in dem Thema, muss man sehen, Matura-Projekt, das könnte am Ende auch schief gehen, oder? Kriegt man eine gute Note, wenn das abstürzt? Also eine Note kriege ich auf jeden Fall, oder? Wenn ich sage, am Ende, die Schaltung funktioniert nicht, aber der Entwicklungsprozess ist sauber ausgeführt worden, ist wahrscheinlich auch Erfolg, letztendlich, aus einer Matura-Sicht. Nicht? Für jemanden, der sagt, das ist ein hohes Risiko, könnte es vielleicht heißen, nein, ich gebe jetzt vielleicht doch kein Geld drauf. Wer das auf jeden Fall tun wird, sind die sogenannten drei Fs. Das sind Family, Friends and Fools. Ja. Schon mal gehört? Also die Leute, die in der Regel sozusagen nicht lange nachdenken, da Geld reinzugeben. Und Family and Friends ist klar, sage ich, die haben das Vertrauen in die Person vordergründig. Also das geht sehr stark um Personen. Und die Fools, sage ich mal, das ist eher so ein scherzhafter Begriff, wo man sagt, das sind einfach Leute, die haben eine hohe Risikobereitschaft, die sagen, ich möchte das, ich glaube dran, das wird funktionieren, da gebe ich jetzt ein paar tausend Euro drauf oder jetzt beim Matura-Projekt ein paar wenige Euros. Also das ist ganz wichtig, dass man hier eine erste Runde mal aktiviert. Und auch gleich ein Tipp, es ist ganz wichtig, dass sehr schnell was passiert. Also das eine Projekt, was ich jetzt gezeigt habe mit dem Helikopter da, 1,2 Millionen Euro, oder Vodaroo, wir hatten innerhalb von 12 Tagen 20.000 Euro die Funding-Schwelle erreicht. Die restliche Zeit ist dann auf einmal, wo man eigentlich sagen könnte, eigentlich brauchen wir jetzt gar kein Geld mehr, weil die 20.000 Euro sind schon erreicht worden. Auf einmal ist es richtig losgegangen. Ja, die Leute haben gesehen, ah, das findet statt. Das ist von der Risikoklasse jetzt sozusagen in einem Level, wo man sagt, es findet statt. Jetzt traue ich mich, auch noch Geld drauf zu geben. Das heißt, ganz, ganz wichtig bei so einem Projekt ist, dass man relativ rasch einmal einen ersten Status der Projektfinanzierung zustande bekommen. Wenn ich sage, ich brauche 1.000 Euro, wäre es günstig, wenn über die drei Fs relativ schnell 200, 300 Euro um sind. Weil dann sozusagen der Rest fast sozusagen mit einer Verbreitungsgeschwindigkeit läuft, wie man es sich wünscht sozusagen. Ja. Dann natürlich, was ich schon erwähnt habe, Einbindung von Kooperationspartnern. Die Schul-Facebook-Seite, ganz ein wichtiges Medium. Da sind Leute oben, die euch kennen, die auch hier kommunizieren. Alle sozialen Medien, die selbst betrieben werden. Twitterer sind sozusagen, oder jemand, der Facebook ist, Gruppen, Vereinigungen und so weiter, die kann man alle mit einbauen. Alle, die irgendwie das Vorhaben interessant finden können, auch wenn ich sage, ich habe eine Schulveranstaltung, da wird irgendwo Party gefeiert und ich habe jetzt mal zück meine Visitenkarten raus, wie ich es jetzt gemacht habe, kann günstig sein. Ich sage, okay, bitte, hat's mal drauf, 5 Euro, ihr seid mit dabei, es ist spannend, kann man was tun. Firmen werden mit eingebunden werden, es werden Medien auch aktiviert werden, also da wird einiges passieren. Ich bin guter Dinge, dass wir viele Projekte letztendlich in die Zielflagge bekommen und sagen, super, geht sich aus, dass die Finanzierung zustande kommt. Kärtchen habe ich schon erwähnt. Ja, sinnvolle Funding-Summe. Jetzt könnt ihr nur hinschreiben und sagen, ja, aber 100.000 Euro, super, mein Ziel, toll. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass kein Projekt dabei sein wird, was 100.000 Euro braucht. Oder? Hat sich jemand Gedanken gemacht, wie viel Geld ich brauche, um was zu bewegen? Ja? Also das ist, wie komme ich zu dem Wert? Bitte. Genau. Also typischerweise, es kommt jetzt darauf an, was ist das, die Zielsetzung, wenn ich irgendwas baue, wo es danach auch eine Hardware quasi gibt, ne, dann wäre halt wahrscheinlich Materialien haben, die in der Grundkonfiguration einen gewissen Preis haben und durch die quasi Veredelung des Projekts, wo ich sage, es wird zusammengebaut, gelötet, geschweißt, was auch immer sozusagen, wird was Neues daraus entstehen, das eben neben dem Material auch Arbeitsstunden braucht. Arbeitsstunden werden, sage ich mal, jetzt in dem Projekt vielleicht nicht das große Thema sein, ich sage, ich will jetzt ja nicht unbedingt bezahlt werden, aber ich möchte, dass mein Projekt stattfindet und damit möchte ich die Hardware zumindest hineinkalkulieren und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Oder ich brauche vielleicht in Ausnahmefällen Fremdleistungen. Ich brauche irgendeinen Experten, der mir etwas tut, was ich selbst in der Zeit nicht tun kann, ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich eher um Material gehen, es wird um Hardware gehen, die man kalkulieren muss. Und natürlich, da kann ich heute online wahrscheinlich relativ leicht bei Konrad sagen, okay, Suchbegriff und was kosten was sind die drei wichtigsten Elemente sozusagen, die da oben sind. Und daraus sozusagen eine Art Kalkulation aufzustellen und sagen, das ist der das, was ich brauche, um letztendlich einkaufen gehen zu können und sagt, das ist für mich dann die Substanz, die ich brauche, um das Projekt auch umzusetzen. Sollte also realistisch sein, sollte auch kommunizierbar sein, ja, also das sollte man auch hinschreiben. Also das wird darum jetzt gekauft werden. Gut. Projektvideo. Ganz wichtig, das Problem bei Crowdfunding ist ja, die Leute, die investieren und die Geld gern hätten, treffen sich ja in der Regel nicht unbedingt.
Also wir tun das teilweise. Wir haben teilweise so VIP-Investorenrunden. Das sind Leute, die besonders intensiv mit uns zusammenarbeiten. Die treffen sich auch vierteljährlich. Dort holen wir die Projektträger dazu. Das werden wir hier nicht haben. Ja, also wir werden vielleicht jetzt am 17. bei der Preisverleihung die Situation haben, dass Leute dabei sind, die potenzielle Investoren sind und wo auch die Projekte sichtbar werden. Das ist wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten, wo man das tun kann. Aber danach geht das alles virtuell online. Das heißt, ihr braucht pro Projekt ein Video. Das soll informativ sein. Es soll die Themenstellung transportieren auf einem Niveau, dass im Idealfall, wenn ich rausgehe heute auf die Straße und sage, schauen Sie sich bitte das Video an und sagen Sie mir, ob Sie es verstehen, 9 von 10 Leuten sagen, ja, super, toll, verstanden, soll stattfinden. Also bitte in die Richtung denken. Also ich sage, das ist jetzt nicht ein hochtechnisches, mit vielen Fremdwörtern und Fachbegriffen versehenes Element digitales Medium sozusagen, was aber kein Mensch dazu was nicht dazu führt, dass jemand Geld drauf gibt. Also da bitte aufpassen. Nummer 2, die Personen vorstellen, das Team sollte sichtbar werden. Also wer bin ich, warum tue ich mit, was bringe ich ein? Auch wichtig, ja, das ist auch, wenn jetzt sage ich Family, Friends and Fools, sich irgendwie einklinken soll und jetzt kommt aber eine Family zu kurz, weil da ist jetzt der Kopf gar nicht da auf dem Video, sozusagen, da wird es auch nicht funktionieren. Also es sollte jeder auch vorkommen im Video, der mitarbeitet. Wichtiger Aspekt. Ja, warum sollte man unterstützen? Ich würde sagen, 2 Minuten ist super, 3 Minuten geht gerade noch, länger soll es nicht sein. Ja. Also das muss man sich überlegen, wie viel Zeit brauche ich, um das darzustellen. Je kürzer und prägnanter, umso besser. Dann, das habe ich schon erwähnt, regelmäßige Kommunikation. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form schauen, die Crowd zu aktivieren. Wie gesagt, ich würde mir heute, wenn wir da rausgehen, schon überlegen, wer ist das? Ja, wie kann ich Leute erreichen? Habe ich eben Twitter-Follower? Habe ich auf Facebook genug Freunde? Wenn man die Freunde der Gruppe, des Teams sozusagen, das das Maduro-Projekt macht, zusammenlegt, wie viel haben wir da? Haben wir 20? Haben wir 200 oder haben wir 2000? Ja? 2000 ist super. 20 ist schlecht. Ja, also von dem her, das müsst ihr euch überlegen. Ja, wie kann ich Social Media, es kann auch eine persönliche Kommunikation sein, mit einbauen, damit das funktionieren kann. Die Crowd, und das ist auch wichtig, will was sehen. Ja, also jetzt ist es nicht so, dass ich sage, Video einstellen, Funding-Prozess läuft, sondern es ist günstig, zwischendurch auch zu kommunizieren und sagen, jetzt haben wir schon etwas bewegt. Wir haben schon das erste Konzeptpapier entwickelt und wir haben eine erste herzeigbare Version vielleicht von einem Schaltplan oder was auch immer. Also ich kann zwischendurch über soziale Medien auch die Botschaft rausgeben, das Projekt wird stattfinden, da tut sich was, da ist jetzt Bewegung drinnen. Also die Leute wollen unterhalten werden, also es ist bis zu einem gewissen Grad auch die Frage, wie kann ich eine gute Geschichte erzählen. Also auch die Einladung mitzudiskutieren. Also ich sehe es als große Chance, das passiert jetzt glaube ich teilweise auch schon in der Projektplattform, wo ich sage, ich lade mir Leute ein, die geben Kommentare ab, die sagen mir, ja, könnt ihr da nicht noch was dazu bauen, kann ich nicht noch etwas besser machen. Also das ist eine große Chance. Jemand, der mitarbeitet, mitdenkt, wird auch die Bereitschaft eher haben, Geld draufzugeben. Okay? Zeitaufwand nicht zu unterschätzen, das alles kostet Zeit. Ja, Kommunikation kostet Zeit, ich muss mit den Leuten in Kontakt kommen und. Also von dem her ganz, ganz wichtig, dass das jetzt nicht ein statischer Prozess ist, wo man sagt, ja passt und wird schon irgendwie laufen. Was brauchen wir von euch? Oder vielleicht jetzt im Unterschied zu Kickstarter und Indiegogo. Bei Kickstarter bin ich für alles selbst verantwortlich. Ich muss das Projekt aufsetzen, den Finanzierungsprozess moderieren. Ich muss die Inhalte einstellen und. Was wir für euch jetzt tun quasi ist, dass wir auf unserer Plattform 1000x1000 eine eigene Umgebung schaffen werden, wo diese Projekte alle in den Funding-Prozess kommen. Von euch, vom Team brauchen wir bis nächste Woche, Datum werden noch bekannt geben, Informationen. Einerseits eben Titel des Projekts. Also wir haben da das, was ich hier zeige, ist ein Template, was wir euch zur Verfügung stellen werden. Bitte dort diese Daten einpflegen. Wir brauchen ein Template, wir brauchen ein Bild. Also wie gesagt, wie intensiv das jemand betreiben will, muss dann jeder selber überlegen. Aber je besser das ausgearbeitet ist, umso eher wird es die Möglichkeit geben, das Funding auch zu bekommen. Was wir auch zu Beginn haben, ist eine Kurzzusammenfassung. Jemand, der nur wenig Zeit hat, dass er auch das schneller fassen kann. Dann Videolink. Ja. Also wir laden auf unserer Plattform kein Video hoch, sondern wir binden das über ein Mashup quasi in die Plattform ein. Ja, das heißt, es wird irgendwo einerseits ein Video erstellt werden müssen von eurer Seite, das dann entweder auf Vimeo oder auf YouTube irgendwo steht und wir dann den Link bekommen, wo das Video abzurufen ist und wir das in die Plattform einverlinken sozusagen oder das Mashup einbauen. Im Steckbrief dann die gesuchte Mindestsumme, wichtig, ja, also wie viel Geld brauche ich, damit ich überhaupt loslegen kann. Dann Kurzbeschreibung, das ist jetzt in Textform. Wer ist das Team?
was ist die Motivation dahinter, geplante Verwendung des Investments, wofür wird das Geld eingesetzt, sind es, was ich, Platinen, Bausteine, Messgeräte, keine Ahnung, was auch immer es ist. Optional dazu vielleicht auch die Meilensteine der bisherigen Entwicklung, wenn schon etwas passiert ist, dass ich sage, ich greife jetzt eigentlich ein Projekt auf, da habe ich schon vor drei Monaten dran gearbeitet, weil eben das schon ein Thema war in einer Übung, in einer Lehrveranstaltung oder wie auch immer, das kann auch sein, dass man sagt, man erklärt die Vorgeschichte dazu und man erzählt vielleicht auch, warum man das tut, weil man jetzt schon Referenzen hat als Ferialpraktikant in einer Firma, also solche Sachen sollten auch da drinnen vorkommen. Gut ist für den Unterstützer, wie gesagt, wir haben diese zwei Modi, also einerseits Donation, das heißt, es wird Geld reinkommen und ich kann vielleicht gar nichts zurückgeben, das ist natürlich nicht ganz optimal, wie gesagt, dass jeder, der Geld gibt, auch wenn man nur an die eigene Situation denken, hat gerne irgendwie eine Anerkennung. Zumindest ein kleines Dankeschön, toll, dass du das gemacht hast. Also das sollte man bedenken, was könnte man hier auch zurückliefern. Also dementsprechend hier auch eine Beschreibung von, wie haben wir geschrieben, maximal 3 bis 5 Goodies praktisch. Also quasi Geschenke, was immer das sein kann. Also es könnte auch ein T-Shirt oder irgendwas sein oder irgendein Kapperl oder, also bitte einfach überlegen, was könnte da der Unterstützer zurückbekommen. Natürlich muss man das in einer Relation wahren, dass ich sage, wenn ich jetzt nämlich 1.000 Euro eingenommen habe und meine Goodies kosten 900, dann haben wir was falsch gemacht. Ne? Also das muss in irgendeiner Form so sein, dass es günstig ist. Ja. Oder was auch, wie gesagt, sein kann, es kann auch eben, holt die Leute näher an euer Projekt dran. Ja. Lasst sie mitdenken, ladet sie ein zu einem gemeinsamen Treffen, wo die Leute mitbekommen. Super, da passiert was Interessantes. Ich glaube, gerade für Leute, die außerhalb der HTL sind und vielleicht in einer Firma irgendwann einmal Mitarbeiter suchen, die wiederum für euch interessant sein könnten. Ja, warum, was spricht dagegen, dass wir die mal mit einladen und sagen, wir zeigen euch, was wir gerade schon alles gemacht haben. Und damit fließt vielleicht auch Geld. Dann braucht es einen Ansprechpartner. Das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das organisiert ist, in den Teams sollte eine Person die Person sein, die hier auch als eindeutige Ansprechperson kontaktierbar ist, mit einer Telefonnummer, mit einer E-Mail. Und so weiter. Und dann haben wir das ganze Thema soziale Medien, dass man auch weiß, gibt es zum Beispiel schon eine Facebook-Seite meiner Person, meines Projekts, meines Teams, wo ich auch Leute mit herein über Meshup hereinholen kann und die auch wieder, wenn sie das sehen, auch wieder neben Investitionen auch draufklicken und sagen, ich bin Fan der Seite, ich bin Verbreitungsagent sozusagen auch dieser Initiative. Kurz von unserer Seite, also das sind die zwei Personen, die euch unterstützen werden. Die Doris Martins ist auch bei uns User Experience Design. Die ist sozusagen in der Plattform sehr fit und stellt die Projekte ein und wird sie auch insofern unterstützen bei der Darstellung. Also sie braucht das befüllte Template und die Links und irgendwelche Grafiken als Input. Und der Hannes Kohlroos ist unser Marketingmann, also der kommuniziert das Projekt auch in anderen Kanälen. Das heißt, es wird auch über andere Bereiche sichtbar gemacht werden, neben Salzburg Research, was halt mit hier ist, mit dabei ist, die auch kommunizieren werden und es wird auch viele andere Kanäle geben. Also insofern wird dieses Vorhaben, nachdem es auch quasi Pionierarbeit in Österreich ist, muss man auch so sehen, ja, es ist jetzt nicht nur Salzburg und ein bisschen so probieren und lustig sein, sondern es ist wirklich aus meiner Sicht eine Pionierarbeit, wie man vielleicht in Zukunft Projekte in diesem Stadium in Schulsystemen auch finanzieren kann und damit eine Verbindung schafft zwischen einer Welt, wo ich sage, ich bin jetzt gerade an der Überleitung irgendwo in den Job hinein und ich suche irgendwann einmal einen guten Partner auf der Unternehmensseite und umgekehrt auch können Unternehmen auch Sponsoren sein, die da auch mittun, vielleicht mit mehr als 5 oder 10 Euro.